So, vor uns Willi Krameyer von der Gesellschaft Kölner Schausteller. Wir sind jetzt auf der Deutzer Werft. Es geht um das Frühlingsfest. Was erwartet die Besucher? Ja, die Besucher erwarten viele Attraktionen, tolle Biergärten mit Blick auf den Dom und viel Spaß und viel Freude. Sagen Sie uns was zu den Highlights dieses Frühlingsvolksfestes. Die Highlights auf diesem Frühlingsvolksfest sind zwei Neuheiten. Das ist einmal das Big Bamboo, eine Attraktionsanlage im Hawaii-Stil mit Live-Akteuren. Da wird Show gemacht, das ist eine ganz tolle Sache. Und dann haben wir dieses Jahr den Tower zu Gast. Das ist eine 30 Meter hohe Simulationsanlage mit Aussichtsplattform, oben auch noch ein Café. Dann haben wir das Dämonium, die größte Geisterbahn Europas. Die haben wir dieses Jahr auch zum zweiten Mal hier. Nach einigen Jahren konnten wir sie wiedergewinnen. Ja, und dann haben wir natürlich noch das große Riesenrad und diverse andere Fahrgeschäfte. Das ist aber natürlich nicht alles, sondern Sie haben noch weitere Attraktionen. Insbesondere riecht man das jetzt schon. Sie haben sehr viele Buden, wo man etwas essen kann. Der richtige Duft, der Mandelwagen. Dann haben wir natürlich Bratwurst, Pommes frites. Dann haben wir Mais vor Ort. Wir haben das komplette Programm gastronomisch. Und natürlich unsere großen Biergärten mit Blick auf den Dom. Jetzt gibt es noch so ein paar andere Highlights. Unter anderem machen Sie ja auch also Sie machen ja über das Osterfest, machen Sie ja auch Programm. Da gibt es ja unter anderem Gottesdienst. Und Sie haben noch eine Aktion, wo Sie die Menschen hier zum Mitmachen auffordern. Können Sie dazu was sagen? Ja, und zwar haben wir einmal einen Gottesdienst am Ostersonntag auf einem Autoscooter. Da wird der Autoscooter leergeräumt und dann wird dort eine Kirche aufgebaut. Unser Schaustellerpastor, der Herr Ellinghaus, kommt vorbei und da gibt es dann auch Erstkommunion und eine Taufe. Dann haben wir eine Art Aktion, die wir seit mehreren Jahren starten. Wir laden die Kinder aus öffentlichen Einrichtungen der Stadt Köln ein, arbeiten mit denen gut zusammen und die haben dann einen VIP-Rundgang auf der Kirmes ab 11 Uhr. Bis nachmittags um 2 dürfen die sämtliche Karussells benutzen, bekommen nachher noch was zu trinken und was zu essen von uns und dazu laden wir sie komplett ein. Das ist eine schöne Sache. Und die Feuerwerke haben wir natürlich auch noch. Am ersten Samstag und am letzten Freitag haben wir dann die Feuerwerke abends schön beleuchtet. Noch eine letzte Frage. Sie machen das ja jetzt auch schon seit einigen Jahren. Gibt es ein Lieblingsfahrgeschäft, wo Sie besonders gerne sind oder was Sie besonders gerne auch hier auf dem Platz haben? Für uns ist ein Wahrzeichen nach wie vor das Riesenrad. Das muss dabei sein, alleine wegen dem Ausblick. Die Optik für die Besucher von der anderen Rheinseite ist für uns eine tolle Werbefläche. Das ist so das, was jedes Jahr immer dabei sein muss. Herr Krameyer, vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg. Dankeschön, dann wünschen wir uns allen schöne Ostertage und gutes Wetter. Danke. Danke auch.